Und grundsätzlich kann man sagen, je kleiner die Linse, desto weniger Licht kann sie aufnehmen. Und umso entscheidender wird tatsächlich, dass genug Licht im Raum ist. Ihr werdet das auch schon festgestellt haben, wenn ihr eure kleine Webcam, die ja wirklich so eine Mini-Linse hat, in einem Raum verwendet, wo dann fast kein Licht ist, dann fängt so ein Rauschen an. Nachdem man meistens an der Linse nichts verändern kann, also ihr könnt natürlich immer eine größere Kamera hinhängen, aber ist mal oft auch unpraktisch, dann solltet ihr das Licht erhöhen. Erstmal solltet ihr euch immer so aufstellen, dass das Licht von vorne auf euer Gesicht fällt. Also nicht quasi die Fenster bei euch im Hintergrund, sondern die Fenster vor euch. So guckt ist gerade mein Blick nach vorne. Das heißt, ich sehe hier meine beiden Bildschirme und ich sehe meine beiden Lampen und vor allem ich sehe hier meine Fensterfront. Ich kann ja mal kurz meine beiden Lampen ausschalten und wenn wir jetzt wieder auf mich umschalten, werdet ihr sehen, dass obwohl ich gar kein Licht jetzt hier im Raum verwende, trotzdem schon mal ganz okay ausschaut. Das ist schon mal der entscheidende Unterschied zu Licht kommt von hinten und knallt in die Kamera rein. Dann wird mein Gesicht immer abtauchen, so wird immer dunkler sein als mein Hintergrund. Licht könnte reichen von vorne, aber dann ist es halt immer abhängig davon, was gerade an Licht reinkommt. Abends wird es dann auch schon wieder schwieriger und so weiter. Deswegen ist es gut, wenn ihr so einen Arbeitsplatz so ausgestattet habt, dass ihr eben auch Lampen aufstellt. Und was wir hier jetzt eben sehen, ist die Elgato Keylight. Ist eben eine LED-Lampe. Und die Elgato Keylight sieht so aus, dass sie eben einen Ständer hat, um sie auf den Tisch zu stellen. Die gibt es auch nochmal so, dass man sie einfach direkt an den Schreibtisch montiert und dann weniger Platz einnimmt. Dann kann man eben die Höhe einstellen über diese Stange. Da ist es eben so, dass der LED-Ring in dem Außenring ist und dann quasi ein Diffusor, eine weiße matte Scheibe drüber ist, die eben das Licht möglichst sanft macht. Man mag quasi nicht so eine harte Lichtkante, sonst sieht man eben alles, dann hat man einen Schatten von der Nase und alle möglichen Dinge, sondern man will das Licht möglichst sanft haben. Wenn man eine möglichst gute Ausleuchtung haben will, dann nimmt man zwei davon. Es gibt aber auch ganz andere Ansätze. Das hier zum Beispiel ist so eine klassische Softbox. Also würde man die jetzt aufmachen, dann hat man ein sehr direktes Licht. Das sieht dann eher so aus. Hier hat man eben nochmal so eine Folie drüber, die eben sanftes Licht macht. Wenn ihr sowas rumstehen habt, könnt ihr das genauso verwenden. Ihr müsst euch dafür nicht unbedingt neue Sachen anschaffen. Manchmal reicht tatsächlich einfach schon eine Schreibtischlampe. Da hat man aber eben eher den Effekt, dass man hartes Licht auf einen selber wirft. Und man sieht es dann im Gesicht, wenn man jetzt zum Beispiel nur eine anhat, dann ist die andere Hälfte des Gesichtes eben ziemlich dunkel so. Ihr seht es jetzt, eine Lampe ist ausgegangen. Es gibt den sogenannten Rembrandt-Effekt, von dem dann alle Filmleute immer sprechen. Wenn beides ausgeleuchtet ist, dann sehe ich zwar das Gesicht am besten, aber wenn die eine Hälfte ein bisschen heller ist als die andere, dann habe ich eben nochmal mehr Tiefe. Also wenn ich wirklich sehr perfektes Licht setzen will, dann spreche ich eben von dem Rembrandt-Effekt und dann leuchte ich die beiden Seiten ein bisschen unterschiedlich aus. Genau, hier in dem Video sehen wir die Grafik. Das ist so die klassische Dreipunktbeleuchtung. Das ist aber so das komplexeste Licht, was sinnvoll ist, was man fahren kann. Meistens reicht es, wie gesagt, einfach Licht von vorne zu haben, damit das Gesicht gut ausgeleuchtet ist. Und wenn man eben das Gefühl hat, dass sich der Vordergrund nicht gut vom Hintergrund abhebt, dann ist es gut, nochmal eben so eine Kante mit aufzuwerfen. Das seht ihr dann sehr deutlich, dass sich dann eben solche Linien quasi nochmal besser vom Hintergrund abheben. In dem Fall ist es schon ziemlich gut, weil ich sitze jetzt mit schwarzen Klamotten vor weiß, das funktioniert das soweit ganz gut. Okay, wir haben heute viel über Licht gelernt und gehört, wie wichtig das ist, bei einer guten Videoaufnahme auch auf das Licht zu achten und möchten das gerne nochmal zeigen. Ich stehe jetzt hier gerade in unserem Büro und habe eine Fensterfront vor mir. Das heißt, es kommt natürliches Licht hier rein, was mich erhellt. Es ist nicht wahnsinnig hell, es ist Dezember. Dann habe ich gerade ein Deckenlicht an, das wollen wir aber gar nicht. Deswegen werde ich dieses Licht jetzt kurz ausschalten und dann werden wir nacheinander verschiedene Video- oder Lichtquellen anschalten, um zu schauen, was es mit unserem Bild macht. Einmal, tada! Ihr seht gerade, dass das Licht noch von einer Seite kommt, damit die eine Gesichtshälfte beleuchtet ist und die andere Gesichtshälfte entsprechend sehr dunkel. Was wir jetzt machen, ist, eine zweite Lichtquelle anzustellen, nämlich genau auf der anderen Seite der Kamera, allerdings etwas dunkler. Vorhin haben wir gehört, dass aus dem Film man viel mit der Dreipunktausleuchtung arbeitet. Das ist sozusagen so das
das Perfekte, was man haben kann. Also wir haben ein Führungslicht auf der einen Seite der Kamera, ein Aufhellungslicht auf der anderen Seite, genau gegenüber von dem Führungslicht eine dritte Lichtquelle. Und das ist das sogenannte Kantenlicht. Und wenn das angeschaltet wird, dann hebt mich dieses Licht vom Hintergrund ab. Wir haben jetzt hier einen weißen Hintergrund gewählt. Ich habe jetzt praktischerweise ein schwarzes T-Shirt an. Das heißt, ich hebe mich eigentlich schon ganz gut ab vom Hintergrund. Ihr seht jetzt aber, dass dieses Kantenlicht mir so einen kleinen Heiligenschein gibt und mich damit nochmal ein bisschen besser vom Hintergrund abhebt. Wie ihr seht, seht ihr nichts. Wir werden euch jetzt den Effekt zeigen, wie es aussieht, mit einem schwarzen T-Shirt oder einem schwarzen Pullover, den ich anhabe, vor einem schwarzen Hintergrund zu stehen. Und ihr seht, dass der Effekt schon sehr schön ist, weil wir nämlich als Kiellicht eine Softbox genutzt haben, die ein diffuses Licht abgibt, also ein weicheres Licht. Also jetzt haben wir das Führungslicht an und würden jetzt das Aufhellungslicht anmachen, was auf der anderen Seite der Kamera steht. Ihr seht jetzt, dass meine andere Gesichtshälfte, in dem Fall meine rechte Gesichtshälfte, jetzt auch angestrahlt wird. Wir drehen jetzt so ein bisschen am Regler, um nochmal diesen Rembrandt-Effekt zu erzählen, dass also die Lichter unterschiedlich auf meine Gesichtshälften fallen und dementsprechend eine Tiefe in meinem Gesicht auch erzeugt werden kann. Wie gesagt, dunkle Kleidung vor dunklem Hintergrund. Ihr seht jetzt also, dass ich mich vor dem schwarzen Hintergrund abhebe, dadurch, dass dieses Licht angeschaltet wurde, das Kantenlicht.